Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Morgenlob. Wir wollen heute beginnen mit dem Morgenlied aus meines Herzens Grunde bei der Nummer 86. Nummer 86. Der Psalm steht dann bei der Nummer 651, 3 und 4. 651, 3 und 4. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank. In dieser Morgenstunde, dazu mein Leben lang. Du Gott in deinem Thron, zu Lob und Preis und Ehre, durch Christum unseren Herrn, dein eingeborenen Sohn, der du mich hast aus Gnaden in der vergangenen Nacht, vor Qual und allem Schaden, behütet und bewahrt. Demütig bitt ich dich, wollt mir mein Sünd vergeben, womit in diesem Leben ich habe erzürnet dich. Gott will ich lassen raten, denn er all Ding vermag. Er segne meine Taten an diesem neuen Tag. Ihm hab ich heimgestellt mein Leib, mein Seel, mein Leben, und was er sonst gegeben, er macht's, wie's ihm gefällt. Darauf so sprech ich Amen und zweifle nicht daran. Gott wird es alles zusammen in Gnaden sehen an und streck nun aus mein Hand. Greif an das Feld mit Freuden, dazu mich Gott beschieden in meinem Beruf und Stand. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. All meinen Ängsten hat er mich entrissen. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Armen sollen es hören und sich freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Da ist ein Armer, er rief und der Herr erhörte ihn. Er half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. Betrachten wir wieder den Psalm und lassen uns von einem oder zwei Versen anregen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. All meinen Ängsten hat er mich entrissen. Ich möchte heute aber nicht das Evangelium, sondern die Lesung vom kommenden Sonntag lesen, aus dem zweiten Buch der Könige. In jenen Tagen ging Elia eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder nieder. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Singen wir als Antwortruf meine Hoffnung, meine Freude bei der Nummer 365. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Singen wir das Benediktus bei der Nummer 617, 2 im Wechsel. Nummer 617, 2. Und gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Seinen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her,
durch den Munde seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass sie aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünde, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes, wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Legen wir wieder diesen Tag, unsere Bitten und unseren Dank in Gottes Hände. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser guter Gott, segne uns, er geleite uns durch diesen Tag, er lasse gelingen, was wir tun, er lasse uns ein Segen sein für die Menschen, denen wir begegnen. So segne uns und alle, der gute und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das Wunschlied steht heute nicht im Gotteslob, wir haben es aber schon gesungen, es heißt, du wirst den Tod in uns wandeln in Licht. Und am Schluss ist immer dieses, du stehst auf und der Vers wird nochmal wiederholt. Da könnt ihr euch gerne einklinken. Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht. Die Tränen Liebe trocknen, ein neues Gesicht. Die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht. Denn du stehst auf, du bist Leben und Licht. Du wirst das Schweigen erfüllen mit Gesang, die Stimme findet zu Sprache und Klang. Auch unser Herz singt, er ist nicht mehr bang, denn du stehst auf, du bist Stimme und Klang. Die
Zweifeln ruhen, wir erkennen den Sinn. Und alle Not gibt uns reichen Gewinn. Die Leere führst du zur Zuversicht hin. Denn du stehst auf, du Leben und Sinn. Den müden Glauben bestärkst du mit Mut. Und neue Freude brennt auf aus der Glut. Wir gehen frei, wie die Liebe es tut. Denn du stehst auf, du bist Freude und Mut. Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht. Dem Leben gibst du ein neues Gesicht. Die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht. Denn du stehst auf, du bist Leben und Licht. Ich wünsche allen einen schönen Tag, einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.